Das muss ich eigentlich auch noch fertig spielen, Leute. Aber ich habe einfach herausgefunden, dass das einfach voll smacking fad ist. Warte mal, hä? Ich lass das mal so stehen, Chat. Was ist das denn für ein Game, Alter? Sie hat ihn getötet. Boah, ich hätte safe genauso reagiert. Chat, ich bin gar nicht so eine Katastrophe. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren unfassbar schönen, tollen, großartigen und einfach exorbitant schönen Reaction auf YouTube. Ich bin schon wieder sprachlos. I don't know. Dieser Titel macht mich betroffen. Wir gucken heute nämlich Streamclips 250 und Twitch ist wieder horny. I don't fucking know. Lass uns einfach reingucken. Wir gucken einfach mal. Ich habe ein bisschen Angst. Let's go. Willst du viel erleben? Dann muss das Abo kleben. Deswegen viel Spaß mit Streamclips Germanys, der neuen Folge. Okay. Keine Inhalte mehr in deinen Streams? Dann veranstalte Quizshows mit Streamgames TV. Wähle aus einer Vielzahl von Quizshows. Lade Bilder hoch und passe die Show nach deinen eigenen Bedürfnissen an. Sogar Farben, Schriftart und Layout lassen sich ändern. Es kann jedes Element der Show nach deinen Bedürfnissen angepasst werden. Und das ohne Installation. Was? Einfach eine Browser-Source in deinem OBS einfügen und den Rest der Show über die Webseite steuern. Füge deine eigene... Ey, ich bin so dumm, ne? Ich dachte gerade, ich hätte jetzt eine unangezeigte Quelle in OBS, Alter. Warum, Gehirn? Warum bist du so dämlich? Ich dachte, jetzt klebt hier so eine riesen Unbenannte. Mama, warum? Ich kann das auch einfach alles nicht mehr. Oh Gott, ey. Eigene Fragen ein, lade Bilder hoch und passe die Show nach deinen Bedürfnissen an. Die Facecams von den Teilnehmern können ebenfalls über die Webseite eingebunden werden. Es gibt auch Games-Shows mit Live-Chat-Interaktion, bei dem der Twitch-Chat mitwirken kann. Wenn ich im Chat sage, 1-1 in den Chat, dann macht der Chat... Du kannst die Browser-Source mit anderen Streamern teilen, sodass ihr parallel streamen könnt. Du bist dir unsicher? Danke, Blubber, danke, dass du es nochmal. Dann teste es 7 Tage kostenlos mit der Demo-Version. Alle Infos auf streamgames.tv und mit dem Code STREAMCLIPS20 20% sparen. Eieiei. Okay. Alter, wie schlecht waren das? Was für schlechte Gegner waren das gerade? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist vorbei. Ja. 3, 2, 1. 1. Nein! Boah, elektrischer Horst, du bist aber auch wirklich ein Fiesi, ne? Wirklich, du bist auch wirklich ein fieser Mensch einfach, ne? Jedes Mal, wenn Sabaton endet, wisst ihr, die Leute, die sind so mehr oder weniger so, die kriechen wirklich am Rand ihrer Existenz, ja, und Horst so, oh, das ist der Banana, ich hab hier noch Bits gefunden. Ich habe das jetzt mittlerweile bei so vielen gesehen von Horst. Alter, wie gemein einfach. Immerhin hat er überlebt. Mad Mike ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketenstart beim Aufprall tödlich verunglückt und bleibt seitdem als Legende. Ja, kein Kommentar. Ja. Guck mal, ich stelle mich gar nicht so blöde an. Das muss ich eigentlich auch noch fertig spielen, Leute. Ich habe das nie fertig gespielt. Das triggert mich des Todes. Ich habe den dritten Teil auch noch nicht gespielt. Ich glaube, wir müssen mal so ein Wochenende machen, wo wir nur Crash Bandicoot durchballern, Leute. Boah, ey. Oh, nö. Oh, oh, Kinder. Oh, nee. Oh, mein Gott. Oh. Oh, ich kann da nicht hingucken, Leute. Das tut mir leid. Aber ich... Ja, nun. Ich glaube, also, wenn man sowas macht, ne? Ich habe sowas Smartes tatsächlich. Das habe ich letztens festgestellt, dass das sogar mehr als nur smart ist. Ich empfehle jedem, der so eine Aktion bringen möchte, so ein Handy-Bändel. Wenn ihr irgendeine Scheiße mit dem Handy machen wollt oder auch einfach nur nicht wollt, dass euer Handy zwischen Bahn und Bahngleis fällt, empfehle ich euch dieses wunderschöne, so ein wunderschönes Bändel. Das ist nicht gesponsert, aber ich habe einfach herausgefunden, dass das einfach voll smart Fahrt ist. Warte mal, hä? Alter, was? Einfach voll fucking smart ist. So.
haben wir jetzt hier für einen Modifier? Lapa-Abpraller. Ein Projektil schießt eine Kopie von sich selber ab, wenn es abprallt. Ah, lass mal testen. Oh nein, ich habe immer Angst, ne? Das letzte Mal sah es einfach so aus, als ob einfach dieser komische Laster umfällt. Okay. Ah, Shalom! Dankeschön, Shalom! Ich weiß auch nicht so genau. Es ist einfach schwierig. Ein Kackertrank. Es ist einfach. Okay, okay, okay. Haus des Ältesten. Es war einfach eine Parodie zu Dingen, die auf Twitch schon passiert sind. So. Ja. Da wohnt Kronk. Stimmt. Über den Ex hinwegkommen, über den Ex rutschen, ist doch alles das Gleiche. So. Ich lasse das mal so stehen, Chat. Ja. Was für ein kleiner Sadist muss man ein Spiel entwickeln? Hä? Was? Ah. Hey. Okay. Stimmt, ich habe noch einen stehenden Schrank. Vergesst das ja immer. Ich hätte auch so gerne einen stehenden Schreibtisch, Chat. Das ist eins meiner Goals für dieses Jahr. Ich hätte gerne einen Stehschreibtisch. Ich beschwöre mich die ganze Zeit, dass meine Knie wehtun. Aber ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich habe einfach einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Einfach vergessen kurz. Daran merkt man halt auch, wie oft ich diesen höhenverstellbaren Schreibtisch eigentlich nutze. Hab ich nämlich gar nicht. Wie erschreckt. Bisschen. Haben Sie plötzlich ich habe Balou wieder belebt und Balou wieder erschossen. Der Mörder, wieso habt ihr ihn so scharf gemacht? Da wollte scharf haben. Wer? Selber, der hat angerufen. Ich sitze doch da draußen, dann rufe ich doch nicht an. Warte. Der war essen. Und in dem Restaurant, wo der war, ruft irgendjemand an und sagt, mach mal den Burger scharf von Monte. Und dann machen die das, oder was? Alter, ey. Ich kenne das Lied null. Aber die Stimme, ne? Ja, ich habe auch immer Angst bei Suki. Du nicht, zeig dir die anderen, wenn du mich in Ruhe lässt. Ja. Oh mein Gott, bei diesem Gameplay war ich dabei. Das war einfach nur geil. Ich war halt live dabei und ich fand's nur gut, ey. Oh mein Gott. Ich vertraue dir jetzt wirklich. Ich komm zu dir, ich vertraue dir. Oh nein. Komm zu mir. Ich vertraue dir wirklich. Ja, komm her, wo bist du? Ich bin neben dir. Hi. Vor eineinhalb Wochen am Wochenende ist sie mir explodiert. Ach, sorry, aber der Hund von Milchbaum ist einfach so süß. Heißt der nicht Gnocchi? In der Nacht. Der Hund ist explodiert. Mein Hund hat bestimmt einen Liter Dünnschiss geschissen. So flüssig, dass es bis unter mein Bett so gegangen Gott. Ist. Oh, ich nehm's zurück! Jenny weiß wieder, warum ich keinen Hund habe. Vorletztes Stream noch gesagt. Mein verwünschter Mopsi wäre ein Hund geworden. Mopsi geht auf die Katzentoilette und scheißt mir nicht ins Schlafzimmer. Die Kiste habe ich gehört. Nett! Lol. Ich hab's gefangen genommen. Wow, okay. Also, ich war. Okay, cool. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich in der. Oh mein Gott! Bitte! Aber ich hätte schon gerne einen kleinen Wurf, ne? Und einen Snickers! Oh! Den kann man doch noch essen! Schwierig, du. Das wird. Shit!
Schwierig. Oh, was ist das denn für ein Game, Alter? Bäm! Warum? Und irgendwie werden auch meine Beine länger, weil, versteht ihr? Weil Lügen haben lange Beine. Ist das ein Sprichwort oder habe ich mir das eingebildet? Nee, Lügen haben kurze Beine. Ist das ein Sprichwort? Lügen haben lange Beine? Kurze? Da entspanne die vielleicht. Wow! Das war aber auch schlimm. Mhm. Ehrlich? Hast du dich jetzt nochmal erschreckt? Nee, jetzt wusste ich ja. Mhm. Ist ja jetzt ein bekannter Clip schon. Okay. Der kam jetzt nicht mehr so an. Aber es war, in dem Moment war es schlimm für mich. Ja. Ich ehrlich. Oh, ich hab mich schon wieder erschrocken! Ich grüße gehen raus. Ich fühle das. Ich erschrecke mich auch immer doppelt und dreifach. Und ich finde es immer ganz, ganz schrecklich. Deswegen, ja, mach mal bitte nicht mehr so viele Horrorclips. Dankeschön. Danke, ich bin nicht so horrorfest. Ich scheiß mich immer ein, deswegen brauche ich mal 10 Schlüppis auf einer Convention. Nicht in die Ölfarbe. Nicht in die Ölfarbe. Nein, 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 nein. Na komm, komm. Los. Ja. Oh nein, Wilma. Bist du jetzt hier reingetapst? Oh, hast du jetzt Ölfarbe an der Pfote? Ist so eine Farbe eigentlich schlimm für Katzen? Wäre auch easy gegangen. Oh nein, Bang. Wenn es ja nicht diesen Fehler gemacht hätte, ne? Dass mir das noch nicht passiert ist, ne? Da bin ich einfach, ich weiß auch nicht, ne? Aber dass mir das noch nicht passiert ist, ich schwöre, ganz ehrlich, das ist ein Wunder. Bei Mehl. Ja, aber wenn man falsches Mehl kauft, nennt man das ja auch sich vermehlen. Und das kann echt teuer sein. Also wenn man sich vermehlt, das kann richtig viel Geld kosten. Deswegen müsst ihr immer aufpassen. No need for greed or hunger. Dankeschön, Dankeschön. Brotherhood of man. Imagine all the people. Ich möchte auch singen können. All the world. Ich habe keine große Vorhaut? Vorhead? Was heißt Vorhead auf Deutsch? Ich hab's doch gerade gelesen. Was heißt Vorhead auf Deutsch? Vorhaut. Nee, nicht Vorhaut. Keine Vorhaut. Ja, aber was heißt es da? Stirn! Oh mein Gott, wie kann ich das machen? Ich möchte, dass du meine Bücher liest und dich danach klein zusammenrollst, wie ein kleines Häufchen Elend und dir die Seele aus dem Leib heulst. Ich finde es gut, dass sie zumindest einen Plan hat, was man nach diesem Buch tun sollte. Also sie hat auf jeden Fall einen Plan, wie ihre Bücher ankommen sollten. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, ne? Aber also ich kann auf jeden Fall bestätigen, ich habe ein Buch angefangen, das habe ich auch nicht, also ich habe eins von den Büchern angefangen, ich habe auch Talus gelesen, aber tatsächlich habe ich ein Buch angefangen und ich konnte das nicht weiterlesen, eben weil es mir genau so ging. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon wieder Reifenquietschen gehört. Ja, da hast du vielleicht das eingestellt, dass die... Oh mein Gott, ich habe mein Lenkrad abgerissen! Was? Das ist meiner! Das ist meiner! Darf ich dich auf ein paar Drinks einladen oder willst du mich wirklich den ganzen Abend lang hässlich finden? Digga, ist der gut! Yo, den lasse ich mir tätowieren! Okay! Welchen Knopf soll ich denn? Wow, mein Gott! Kurz Waterdrops in mein Wasser tun. Ich glaube, er hat gerade in seinem Leben mit seinem Leben abgeschlossen. Lass einfach laufen, kein Problem. Das läuft fest oder so. Oh. So macht man das. Hose nass! Don't forget that we would. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr mit ihm duschen. Reden. Man findet es ganz einfach. Duschen und reden ist einfach das Gleiche, Leute. Wenn man weiß, wo es ist, klar, ne? Wenn man es nicht weiß, dann nicht.
Ist das wirklich eine Waffe? Ich schwöre, das sieht einfach nur aus wie ein Rohr. Das sieht aus wie ein Abflussrohr. Achso, sorry, ich bin im Weg, Chat. Chat! Ah, ja, ich weiß, ich sehe aus wie ein Abflussrohr, aber ich rede hiervon. Das sieht literally aus wie ein Abflussrohr. Wie? Okay, ihr scheiß Nerds. Was für eine Waffe ist das, ha? Ha? Ach, ist das so ein geil, Ziel? Das ist ein Zielfernrohr? Der braucht Hilfe beim Zielen? Der Loser! Hat der kein Aimbot? So gewinne ich immer. Bitte, bewegen Sie sich. Bitte. Sie hat ihn getötet. Sie hat ihn einfach getötet. Oh mein Gott, ciao. Ich schicke deine SMS, dann wissen Sie Bescheid. Nun dann, frohe Ostern. Ah! Teddy Sonos dreht durch, entführt Kind. Überprüfe Thornhill. Entschuldigung, Illuminati, was ist da los? Tja, das ist doch eine Verschwörung, das kann mir doch keiner erzählen, oder? Und dann hatte ich neben meinem Bett einfach liegen Taschentücher und ein Maßband. Jeder, der in meine Wohnung gekommen wäre und sich das angeguckt hätte und so einen Blick auf meinen Nachttisch geworfen hätte, wäre so, ah ja. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mit dir noch, Zimtschnecken essen möchte. Ich habe gerade deinen Clip bei Streamclips Germany gesehen. Weiß ich jetzt auch nicht mal alles gesehen. Oh nein, es wird nur schlimmer, oder was? Wenn ich so gefragt werde, so, warum liegt da Taschentücher und ein Maßband? Dann bin ich so, ach so. Ja, nee, nicht das, was du denkst. Ich habe meinen Schwanz gemessen und dann zu der Länge masturbiert. Ich schauen kann? Ja. Ah, ich wurde abgewichst! Ja, kenne ich. Abgewichst. Tschüss! Oh, süß! Wie ist denn dein Schweif? Ja. Chatty hätte jetzt gerne, wir machen jetzt mal ein zusammengefochtenes Tschüss-Niveau. Ich hätte jetzt gerne, dass der ganze Chat einmal reinschreibt, Tschüss-Niveau. Bis hierhin war es echt hoch. Seitdem Creepy da war, ist schlecht. So, also seitdem Creepy da war, geht's nur noch bergab. Also, nee. Also... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ja, doch, eigentlich genauso. Einfach weiter. Keine mehr. Tschüss. Ein bisschen cozy hier. Kann ich auch als Taschentuch benutzen? Ich mach das mit meinem jetzt mal nicht. Also, ich weiß nicht, wo ein anderes Kabel von der Telekom sein soll. Ja, also dann weiß ich auch nicht, aber ich guck mal. Der guckt sich so überall um. Hat dann ein Kabel gefunden. In der Katzentoilette. Was? Excuse me, was zur Hölle? Okay, ja, okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Oh, schade. Jetzt habe ich gedacht, ich habe eine Tür. Oh Gott! Oh! Spinne! Spinne! Boah, ich hätte safe genauso reagiert. Hi, mir wurde gesagt, um Rennspiele spielen zu können, braucht man unbedingt Handschuhe. Also habe ich mir ganz schnell welche besorgt. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Also ich werde meine Trainingshandschuhe anziehen, wenn wir das mal machen. Pudding halt so. Mein Gott, Kauzi! Ich habe mich übertrieben erschrocken. Nur immer schwarzen Humor. Zweifle nie am guten Urteil deiner Frau. Immerhin hat sie einen Genie geheiratet. Mein Gott. Komm, die Katze! Ich bin tot! Asiat-Style! Deswegen bin ich ja nicht verheiratet, hab noch keinen Genie gefunden. Oh, nice, Sharky. Hallöchen! Oh, schön. Ach, schön. Akt 3. Guten Tag. Nur noch 7 Akte. Dann sind wir im Endgame. Dann können wir anfangen, Spaß zu haben. Bis dahin haben wir Spaß. Wie süß das einfach ist. Guck mal, wie süß die ist. Warte, Mund auf.
Warte. Oh, why? Warum? Alter, warum? Was ist denn mit ihm, ey? Ich weiß nicht, wenn ich Möwen sehen will, gehe ich nach draußen. Deswegen sitze ich obviously drinne. Ah! Das ist so typisch Streamende. Weißt du? Das ist so ein Scheiß wie, ach, Hauptsache der Stream-Hintergrund sieht gut aus. Der Rest ist mir egal. Oh nein. Was macht man nicht? Das ist richtig, richtig bescheiden. Wer würde sowas machen? Übrigens, wenn ihr schreibt, hi, darf ich dich kurz was fragen, dann werdet ihr von mir die Antwort bekommen. Hi, hast du bereits. Danke, tschüss. Mach ich auch. Mach ich aber auch. So, wir trocknen. Ich hab dann halt Spucke, also ihr wolltet schon immer Barbie-Spucke an euren Eiern. Nein, stopp! Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt! Nein! Oh, hier okay. Bubis. Nee, Booty, Bubis. Doch, Bubis, Bubis! Ich lese Bubis, da Bubis, Bubis. Where the boobies hit the floor. Wow. Okay, warte mal. Boobies hit the floor. Oh nee, also nicht auf Hängetitten habe ich jetzt nicht so, aber okay. Und dann füllst du dieses Fenster, okay? Dann hast du meistens das Problem, dass deine Handwerkerhände das nicht so akkurat hinkriegen, dass das 1:1 wieder 100% schließt und es wird immer ein Schlitz sein. Deswegen hat man irgendwie sowas Cooles wie Dichtungen gemacht. Quasi wie Kondome, nur für Fenster. Und Kondome für Fenster sorgen dafür, dass kalte Luft draußen bleibt und nicht durch diese Schlitze reingeht. Natürlich kommt kalte Luft immer noch durch das Fenster rein. Es war arschkalt, wirklich arschkalt, okay? Und war einfach keine Kondome an den Fenstern. Es war sehr kalt. Ah, Chad, also ja, war also das, ja, ne? Also, ich war beim Friseur. Und mein Friseur hat mich zu Jimmy Neutron gemacht. Deswegen trage ich jetzt eine Cappy. Ich habe schon viel erlebt. Friseurmäßig, aber... Aber Jimmy Neutron war cool. Jimmy Neutron ist cool. Hallo? Ich soll an den Käse riechen, ob der gut ist. Nur ich hänge da gerade in der Luft. Oh, Ted, guck mal ganz kurz. Ich muss kurz an den Käse riechen, ob er noch gut ist. Das ist doch dieser Käse, der niemals schlecht wird, oder? Ich habe noch nie in keinster Art und Weise irgendwie einen Käse gesehen. Diesen Käse, der einfach schlecht geworden ist. Ich glaube, das ist so ein Vorreiter von vegan, weil da ist safe niemals Milch drin gewesen. Oder Milchpulver oder irgendwas anderes, was von einem Tier kommt oder so. Oh, Entschuldigung. Aber er riecht gut. Einfach so? Einfach so. 50 Gramm. Schöne 50 Gramm Butter. Boah, Junge. Butter. Machst du das wirklich? Ich dachte mir gerade so, ne, das ist jetzt kein, also es klingt jetzt voll dumm, ne, aber ich dachte mir gerade, Flo und Paul sehen irgendwie seltsam aus. Nun, gibt wohl keinen anderen Streamer außer Freud's, I don't know, und ja, lass nie weiter drüber reden. Jetzt habe ich den Witz nicht mitbekommen, Chad, wir müssen uns den nochmal angucken, Moment. Oh, Entschuldigung. Mach ich. Aber er riecht gut. Einfach so? Einfach so. 50 Gramm. So schöne 50 Gramm Butter. Boah, Junge. Machst du das wirklich? Oh! Ich bin nicht für das verantwortlich, was ich sage. Doch. Warte. Warte. Oh Gott, wir nehmen alles zurück. Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage und nicht für das, was du verstehst. Ja. Marcel, es riecht so nach Plastik. Ja. Und. Nein, oh nein, oh nein. Das Ding schmilzt. Oha. Oha. Das Ding ist geschmolzen. Nein. Das ist noch an! Das ist noch an! Warum ist es noch an?
Chad, ich bin gar nicht so eine Katastrophe in der Küche. Na, ich komme jetzt mit dir auf Toilette. Und das ist eine Straftat, Kinder. Sobald ihr das macht... Schwierig. Straftat. Sicher würden die Türen nicht unverschlossen bleiben, oder? Nein, irgendwo außenrum, viel lustiger, oder? Was? Cyril? Oh, geh nach Hause, Frühstück ist viel, viel wichtiger. Das wäre es wohl nicht wert gewesen. Ich bleib daheim und esse lieber meine Cerealien. Ja, und das war's mit Meet Your Oshi. Schön, dass ihr dabei wart. War das gerade ein Speedrun? Ja. Ah! Gott, hast du mein Leben gefickt. Oder du hast mein Leben gefickt. Mhm. Alter, das ist voll das schöne Leben als Frosch am Teich. Ich wäre auch gerne ein Frosch am Teich. Oh! Nein, wäre ich nicht. Nicht in Australien oder wo auch immer die sind. Noch nie verstanden, warum Leute auf Füße stehen. Naja, jeder steht auf Füßen, oder? Ja. Du bist ein Steinchen, Baby, ein Steinchen. Es gibt viele von dir. Du glaubst, du bist unique. Baby, das bist du nicht. Ja, ich glaube, ich würde den gerne an Menschen schicken. Ich hasse dich, geh in das Nee, vielleicht doch lieber nicht. Rein, also. Sonst mach ich dich ganz, ganz arg klein in den Sauger. Jetzt geh da rein! Also das vielleicht... Wo ist Chili Man, wenn man ihn braucht? Ah! Hast du Rollenspiel gesehen? Was, hier magst du Rollenspiele? Vielleicht solltest du mal zu Hause RP spielen oder so, dann kannst du das ausleben. Ja, setz dich am Computer oder so. Ich hab getweetet... Deutsche Bahn kann meinen flauschigen Schwanz deepthroaten. Was? Und darauf hat Yusuf geschrieben, dann brauche ich einen Job bei der Deutschen Bahn. Oh nein. Oh mein Gott! Ich hasse dich! Die fand ich jetzt nicht so gruselig. Ich hasse dich immer noch! Mann, warum? Oh, scheiße! Excuse me? Ich bin ja auch nicht für Horror Games. Ich hasse das! Ich hasse so sehr! Ich hasse Jumpscare! Ich hasse Streamtips Germany für diese Drecks-Horror Games, die jedes Mal gezeigt werden, wo ich mich jedes Mal erschrecke! Ich hasse es! Das E in Erik steht für Erektion. Ganz genau. Gruß geht raus, Gruß an meinen Bruder. Erektion. Bruder an der Stelle. An mein Erektions... Nein, lass mal. Nee, aber mittlerweile fliegt die Flugzeug ja eigentlich auch ganz gut. Naja, Teil. Nein! Wir brauchen mehr Öl. Passt es vom Ölgehalt her? Boah, jetzt fasse ich mir mit den Handschuhen nochmal durch die Haare. Boah. Ich wäre jetzt bereit, die Bällchen zu formen. Schön. Massachusetts. Oh, das kann ich. Das hat mir jahrelang angeübt. Jahrelanges Training. Jahrelange Übung. Massachusetts. Ich hab's verkackt, oder? Ja. Community thrives in the world of stream clips where joy arrives in the echo chats and the emo parade. Stream clips Germany where style could be the curator with an eye for the rare. Bring it together, the streamers may have compared. Hey, ist jetzt vorbei? Also, Alarm-Chat, ist jetzt vorbei? Ist wirklich vorbei? Ich bin so dumm, Chat. Warum bin ich nur so dumm? Oh Mann, oh. Ich dachte gerade, das wäre einfach nur so da. Und das wäre vielleicht, also, hä? Weil ich wurde schon mal geprankt. Och Mann, oh.
Ja, war schön. War zwischendurch auch abgrundtief, aber war auch schön so. War auch schön. So, und falls du das auch schön fandest, du da, dann solltest du jetzt dringend meinen YouTube-Kanal abonnieren, ein Däumchen nach oben da lassen, dir das Originalvideo reinziehen und so und dort auch ein Abonnement da lassen und ein Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal, I guess. Tudu! Bis dann, tschüss!